Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge, kann man fast gar nicht sagen, zur ersten in Anführungszeichen Folge Yu-Gi-Oh! History. Eine wirkliche Folge ist das noch gar nicht. Das hier ist ein kleines Einleitungsvideo, wo ich euch mit einigen Informationen zum Format versorgen möchte, vielleicht auch die ein oder andere Problematik ansprechen, erklären bzw. erläutern möchte, die sich jetzt während der Post-Production oder auch während der Produktion selbst ergeben hat. Und deswegen bin ich mit einigen Informationen im Gepäck nach dem Intro für euch am Start. Ja, meine Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf diesem Kanal. Ja, ihr seht schon, hier ist Filmora auf und alles ganz verwirrend. Ich weiß, lasst euch davon nicht abschrecken. Ich möchte euch hier nur ein paar Sachen zeigen, also nicht wie das Programm funktioniert, sondern einfach so ein paar Dinge innerhalb des Videos tatsächlich. Zunächst mal möchte ich euch aber ein bisschen in das Format einführen. Zunächst mal, woher kommt Yu-Gi-Oh! History? Den Namen habe ich mir natürlich nicht aus dem Arsch gezogen. Das ist tatsächlich ein Hommage oder eine Anlehnung an das im ZDF ausgestrahlte Format ZDF History, wo halt quasi Dokumentationen ausgestrahlt werden, die sich mit dem Mittelalter und der Vergangenheit und hast du nicht gesehen beschäftigen. Und so ähnlich ist das ja mit Yu-Gi-Oh! History auch. In Yu-Gi-Oh! History möchte ich unterschiedliche Sets aus Yu-Gi-Oh! Nehmen und sie wirklich komplett zerlegen. Ich möchte zunächst mal die Verpackung angucken, wie informativ ist sie, also was haben wir da an Informationen auf der Verpackung stehen, vielleicht auch, ob sie hübsch ist oder nicht, das ist zwar kein fester Bestandteil, kann ich aber auch mal mit einbringen. Anschließend möchte ich natürlich jede einzelne Karte mit euch durchgehen, möchte gucken, welchen spielerischen Nutzen hat sie, wie ist das Artwork, dann gibt es noch ein paar Nebeninfos bezüglich Release, in welchen Raritäten ist sie rausgekommen, das ist auch kein fester Bestandteil, lasse ich aber gerne einfließen, weil solche Dinge habe ich Gott sei Dank gut im Kopf, das heißt, das ist für mich kein Problem, also da muss ich nicht recherchieren oder so. Und am Ende möchte ich vielleicht auch das OVP-Produkt nochmal mit euch aufmachen. Das hängt aber immer ganz vom Produkt selber ab. So ein Structure Deck oder so brauche ich natürlich nicht mit euch aufmachen, denn da sind die Karten ja immer gleich. Es sei denn, es ist jetzt wirklich was Altes, wo sich das Ganze auch vielleicht mal lohnt, einfach weil es ein bisschen Feeling erzeugt. Hier bei Duel Devastator habe ich das Produkt am Ende mit euch aufgemacht, einfach weil ich in der ersten Pilotfolge alles zeigen soll, was eigentlich dazugehört. Und dazu gehört normalerweise auch das Opening des OVP-Produkts am Ende. So, das wird ein bisschen langweilig, das Opening ist ja klar, aber ist auch recht schnell durchgezogen worden. Da denke ich mal, habe ich ein bisschen Zeit gespart. Ja, Zeit ist auch ein Faktor, der hier eine große Rolle spielt, denn diese Videos dauern immens lange. Zunächst mal, warum habe ich Duel Devastator überhaupt als erstes Set gewählt? Weil es spannend ist? Wohl kaum. Ich habe es gewählt, weil es über einen begrenzten Pool an Karten verfügt. Es sind 56 Karten, die auch noch alle garantiert sind und 12 Field Center, von denen man pro Box eben 4 Stück ziehen kann. Das heißt, alles in allem kann man fast sagen, dass hier so ziemlich alles garantiert ist. Na, da kaufst du dir 10 Boxen, hast du alle Field Center. Und deswegen habe ich dieses Produkt gewählt. Ich dachte auch, okay, da bist du recht schnell durch. Das Video wird verhältnismäßig kurz. Eigentlich hätte ich ja nur rechnen müssen. Ich dachte mir, pro Karte 2 Minuten, das sind 56 Karten. 56 mal 2 sind 112 Minuten. Also da kommen wir dann schon recht knapp an die 2 Stunden hin. Und das wird das Video auch am Ende brauchen. Wir sehen jetzt hier oben bei Filmora, ganz oben am Rand, 1 Stunde 47. Soweit sind wir mittlerweile. Ich bin aber noch nicht ganz fertig mit der Rohproduction. Ich habe hier noch 7 Karten, die ich abdrehen muss. Dann geht es weiter zur Postproduction, wo ich auch schon so ein bisschen vorgearbeitet habe. Alles in allem wird das noch eine ganze Weile dauern. Nun ist es natürlich auch so, dass ich, wie bereits eingangs erwähnt, ein bisschen den spielerischen Aspekt mit einbinden möchte. Nicht, weil ich jetzt Spieler-Content auf meinem Kanal bringen möchte, um Gottes Willen, das hier ist und bleibt ein Sammlerkanal, aber weil die Spielbarkeit der Karten und der dadurch entstehende Kultstatus einiger Karten natürlich auch zur Geschichte von Yu-Gi-Oh! Dazugehört und das darf man hier auf gar keinen Fall außer Acht lassen. Ja, jetzt habe ich natürlich von der Spielbarkeit der Karten in etwa so viel Ahnung wie, ich weiß nicht, mein Mathematiklehrer von Mathematik. Nämlich gar keine. Der konnte kein Mathe. War richtig furchtbar. Jedenfalls habe ich mir da etwas Hilfe geholt. Ich habe einen Community-Beitrag geschaltet, habe gesagt, Leute, ich brauche Leute, die wirklich gut im Spiel sind, die Turnierspieler sind, die Metaspieler sind, die sich auskennen und mir da ein bisschen aushelfen, damit ich in dem Video halbwegs intelligent klinge. Und da haben sich auch zwei nette Herrschaften gefunden und einer der beiden hat mir tatsächlich eine richtig krasse Liste erstellt, die ich euch hier zeige. So. Das hier ist die Liste und alles, was ich in meinem Video von mir gebe, ist 1:1 so von dieser Liste übernommen worden. Ein paar Fehler waren drin, die sind mir tatsächlich auch selber aufgefallen. Da musste ich dann ein bisschen Rückfrage erstatten. Ach, da ist er gerade drin, hier in Rot, ich hier unten in Blau. Und da hat er sich mit seinem anderen Kollegen besprochen sozusagen, also mit dem anderen Abonnenten, der da ein bisschen mitarbeitet. Und dann haben die das zusammen auf die Beine gestellt. Und ich muss sagen, das ist wirklich eine ganz, ganz, ganz coole Sache. Vielen Dank an den lieben Maximilian für diese enorme Hilfe. Es ist wirklich alles, es sind sogar Infos dabei, die ich schon wusste. Also zum Beispiel hier, Duel Devastator, 3 OCG-Imports und so weiter. Das wusste ich schon, das ist klar. Dann haben wir hier oben
aktuelle meta-relevante Karten, wo sie spielbar sind, welchen Nutzen sie haben, also kurz und knapp formuliert, dann ehemals meta-relevante Karten und dann hier ganz auf der rechten Seite haben wir noch andere Karten, das sind quasi die Karten, die nie spielbar waren oder halt nie meta-relevant waren, sagen wir sie mal so. Und das ist natürlich eine enorm hilfreiche Liste, also eine krasse Hilfestellung, die ich hier tatsächlich bekommen habe. Und natürlich orientiere ich mich an dem Ganzen. Jetzt wirkt einiges, was ich in diesen Videos sage, etwas holprig, etwas, unbeholfen möchte ich jetzt mal sagen, weil das natürlich auch mein erstes Mal ist. Jedenfalls muss man da vielleicht als Konsument etwas Rücksicht walten lassen. Das wird sich natürlich noch im Laufe der Videos verändern. Ich möchte euch jetzt mal hier einen kleinen Ausschnitt zeigen, wie ich das Ganze dann visuell umsetzen möchte. Da könnt ihr ja auch mal eure Meinung zu in die Kommentare hauen. Ich habe mir hier als Beispiel Geistermädchen und Spukhaus ausgesucht. Ich habe ja auch hier nur bisher 4 Karten, was das angeht, bearbeitet. Und jetzt gucken wir mal rein, wie euch das taugt. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben oder halt dann, wenn ich es als Premiere mache, überhaupt in den Live-Chat nebendran. Wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, die oder der einen dieser Effekte enthält, Schnelleffekt. Du kannst diese Karte abwerfen, annulliere die Aktivierung. Eine oder mehr Karten vom Friedhof der Hand, dem Deck oder und dem Extra-Deck hinzufügen. Eine oder mehr Monsterkarten als Spezialbeschwörung vom Friedhof beschwören. Eine oder mehr Karten vom Friedhof verbannen. Du kannst diesen Effekt von Geistermädchen und Spukhaus nur einmal pro Spielzug verwenden. Ja, auch diese Karte ist wieder eine Handtrap, die so einiges verhindern kann. Wieder sehr generisch, dementsprechend auch wie die Aschenblüte zum Beispiel überall einsetzbar. Da eben generisch und im Prinzip verhindert die Karte, wenn man es ganz vereinfacht ausdrücken möchte, einfach das Suchen von Karten und das Beschwören von Monstern. So, ihr habt jetzt gesehen, okay, die Effekte waren jetzt ein bisschen abgehakt wahrscheinlich bei der Aufnahme. Das ist bei meinem Programm leider so. Manchmal, wenn zu viel im Hintergrund läuft, dann überblendet der bei der Vorschau nicht ganz richtig. Das ist dann aber im Video, wenn das dann gerendert ist, alles tippitoppi sozusagen. Also da sieht man dann nichts mehr von Ruckeln oder so. Also keine Sorge, das wird nicht so abgespastet aussehen an dem Video. Ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe Probleme ein bisschen gehabt beim Vorlesen des Textes, da ich mir ja nie Texte durchlese und die manchmal ein bisschen geschraubt formuliert sind, kann sein, dass ich da manchmal in Stocken gerate. Man muss aber sagen, im Laufe des Videos ist das besser geworden, weil ich habe ja jetzt fast 56 Karten durchgelesen. Da ist das dann doch etwas flüssiger geworden. Wo ich ein bisschen am Hadern war, das war dann immer so diese Erklärung, wo ich das dann nochmal mit eigenen Worten so ein bisschen erklärt habe. Eigentlich eine komplett überflüssige Sache, denn die meisten von euch werden die Effekttexte ja verstehen und somit eigentlich, ja, würde die Einblendung reichen. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich in Zukunft meine Erklärung weglasse, einfach nur den Effekttext vorlese und dann eben das Ganze einblende. Das würde natürlich auch meine beiden Herrschaften, die mir hier geholfen haben, vermutlich entlasten, da die dann eigentlich nicht mehr viel machen müssten. Habe ich noch so ein bisschen meine Probleme. Ich meine, ich werde es jetzt so lassen. Ich werde jetzt nicht das komplette Video nochmal neu aufnehmen. Das waren bis jetzt schon, 4, 5 Tage Arbeit oder 3 Tage Arbeit, irgendwie so. Auf jeden Fall mindestens 3 Tage. Und da muss ich auf jeden Fall das jetzt erstmal so zu Ende führen, wie ich es gemacht habe. Ich werde auch die letzten 7 Karten nochmal mit eigenen Worten umschmücken. So. Ich denke mal, in Zukunft werde ich das weglassen, denn das erspart uns auch pro Karte 15, 20 bis teilweise 30 Sekunden Zeit. Da haben wir dann auch das Ganze summiert auf die ganzen Karten einige Minuten, wenn nicht gar eine halbe Stunde oder so, die da halt dann am Ende wegfällt. Und das ist halt auch so ein Thema, der Punkt Zeit, wie bereits gesagt, 1 Stunde 47 haben wir aktuell. Und das ist jetzt nur ein 56-Karten-Set. Wie soll das dann laufen, wenn wir mal ein Megapack aufmachen oder so mit über 100 Karten? Ich denke, ich bin wirklich kein Freund davon. Ich hasse Mehrteiler, ich hasse sie einfach. Ich bin ein Mensch, der sagt, in diesem Video geht es um eine Sache, also muss das auch in diesem einen Video kreuz, hier fix nochmal abgehandelt werden, Ende. So, da bin ich ein Autist, das ist einfach so, ja. Aber hier werde ich es wohl nicht anders machen können, weil ich kann mich nicht hinsetzen erwarten, dass der Abonnent XY sich ein 4-Stunden-Video reinzimmert, wo ich ihm, keine Ahnung, 100 Commons und 50 Holos zeige und dann den da bequatsche. Also das würde ich mir selber gar nicht geben. Ich bin schon mit den 2 Stunden, die das vermutlich gehen wird, nicht zufrieden. Aber es ist die Pilotfolge, man muss natürlich schauen, das Format wird sich entwickeln. Es ist nie so, dass hier immer alles sofort toppi funktioniert und alles tutti frutti ist und es entwickelt sich einfach. Am Anfang hat das immer ein bisschen ein paar Macken und so und ich probiere ja auch gerne aus, wie das mit den Untertiteln. Das ist übrigens nicht gegessen, das Thema. Ich bin gerade dabei, das Opening zu übersetzen, sozusagen erstmal hier zu korrigieren und dann halt das Ganze nochmal auf Englisch übersetzen zu lassen und dann kommen da nachträglich nochmal die Untertitel. Das dauert bloß leider, weil das ziemlich viel Text ist. Ich rede offensichtlich sehr viel. Ha, wer hätte es gedacht. Und diese Videos
werden nicht auf Englisch übersetzt. Definitiv nicht. Die Arbeit mache ich mir nicht. Nein. Also das Opening dauert eine halbe Stunde und ich übersetze oder beziehungsweise korrigiere allein das Deutsche jetzt schon mal seit 2 Tagen oder so immer mal nebenbei. Das mache ich definitiv nicht mit Untertiteln. Also Videos bis maximal eine Dreiviertelstunde werden mit Untertiteln übersetzt. Alles andere bleibt so, wie es ist. Und genau, ich habe auch noch ein bisschen mit der Farbe rumgespielt tatsächlich. Wenn man jetzt mal hier kurz das hier anklicken, so. Dann kann man hier erkennen, ich habe hier ein bisschen mit der Farbsättigung gespielt. Tatsächlich, das wirkt ein bisschen kräftiger. Vielleicht wirkt es auch ein bisschen unnatürlich dann am Ende des Videos. Dann werde ich das im nächsten nicht mehr machen. Das werde ich aber erst sehen, wenn das Ganze gerendert ist. Ich meine, man sieht es ja auch hier schon so im kleinen Umfang. Man kann ja auch mal ein bisschen weiter vorgehen so. Aber ich denke, es sieht eigentlich ganz gut aus. Da werden auch noch einige Einblendungen folgen. Was es auch noch gibt, ist ein Punkte- bzw. Sternesystem. Also Karten werden ja in ihrer Optik auch bewertet und da gibt es eben eine Skala von 1 bis 10. Das sind immer 10 Sterne, die werde ich mir auch noch extra designen lassen tatsächlich, die ich hier vergebe. Ich denke da an so einen Sandsteinstern mit so einem schönen Auge von Anubis innen drin oder so. Oben vielleicht noch ein Yu-Gi-Oh!-Logo hin. Mal gucken, wie ich das Ganze umsetze. Ich will es auch nicht zu sehr vollpflastern, ich will es aber auch nicht zu leer lassen, das Bild. Und es gibt tatsächlich, ganz wichtig, einen sogenannten Black Star, also den schwarzen Stern, der wird nur an Karten vergeben, die wirklich ganz, ganz besonders sind in ihrer Optik. Und das wurde jetzt in diesem Video tatsächlich bisher 2-mal vergeben. Ich glaube an eine Trap und an einen Monster. Doch, ich glaube an einen Trap und einen Monster tatsächlich. Und ja, das ist so im Prinzip das, was es hier zu sagen gibt. Ihr könnt Wünsche und Anregungen natürlich in die Kommentare schreiben. Wie bereits gesagt, die Pilotfolge wird nicht perfekt sein. Es wird einige Kritikpunkte geben, das weiß ich selbst. Aber daran werden wir arbeiten. Und die nächsten Folgen, die übrigens nicht regelmäßig kommen werden, weil das ein Arsch voll Arbeit ist, das Video zu produzieren oder diese Videos zu produzieren. Aber die nächsten Folgen werden dann natürlich schon wieder besser sein. In ihrer Visualität werde ich sie vermutlich so lassen, wie sie sind, aber natürlich inhaltlich und zeitgerecht oder beziehungsweise auch von ihrer Lauflänge her angepasst. Da wird sich einiges ändern und ich denke, wir sehen uns dann zur ersten Folge, zur ersten richtigen Folge von Yu-Gi-Oh! History. Ich bin gespannt, wie euch das zusagt. Wichtig ist, nicht vergessen in die Comments, was ihr davon haltet, wenn das Video kommt, denn von euren Reaktionen, von der Dis- und Like, also vom Dislike- und Like-Verhältnis und so weiter, mache ich abhängig, ob ich das Format überhaupt weiterführe. Also Interaktion ist speziell beim nächsten Video dieses Formats extrem wichtig. Wir sehen uns dann zur ersten richtigen Folge Yu-Gi-Oh! History und bis dahin, macht's gut und haltet die Ohren steif.